Ja, es ist wieder soweit. Ein neues Set, was hier geöffnet wird. Und wir haben hier Legendary Duelist Duels from the Deep. Ein Wal taucht auf. Und ja, das trifft sehr passend, denn hier ist sehr viel Wassersupport drin. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Oh, sehr schön hier wieder zum Reindrücken. Das finde ich immer gut. So, ich gehe das ganz einfach auf. Wir können es ganz aufmachen. Hier sind immer 5 Karten pro Pack drin. Und insgesamt sind das 36 Booster. Also wir haben hier eine Menge zum Öffnen. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Generell, wie gesagt, es geht um Wasser. Und generell, ich weiß hier einiges aus dem Set, jedoch nicht alles. Denn zum Beispiel bei dem letzten gab es jetzt zum Beispiel Reprints, wie zum Beispiel Tornado-Drache oder so. Und ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, welche Reprints eben hier drin sein können. Das ist halt noch nicht bekannt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Reißen-Attribut, natürlich immer eine gute Karte. Und Haie, da kommen wir schon zum Thema, denn Haie, ja, Haie ist ein gutes Deckthema und bekommt hier nochmal sehr, sehr guten Support hinzu. Aber da gehen wir natürlich noch drauf ein, wenn wir das Ganze dann eben ziehen. Ebenfalls ist hier Marinces eben drin. Und Marinces allgemein auch natürlich ein Archetype, der sogar eine große Beliebtheit an sich hat. Und der hier ebenfalls nochmal Support bekommt. Hier, wie gesagt, eben für Omi. Also Omi, den Archetype, bekommt auch nochmal Support. Deswegen jetzt auch hier natürlich Marco eben auf den Cover. Ne, Omi, Marco. Ich glaube, jeder kennt das aus dem Anime. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Hier übrigens ein sehr cooler... Ups, oh nein, jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich hier einfach gespoilert. Sehr cooler Reprint, weil, ja, ist der erste Reprint hier im Set. Und hier haben wir schon Seepferdchen. Super gut, braucht man natürlich für das Deckthema, ist natürlich klar. Vergessene Stadt muss natürlich rein, hier ebenfalls. Und hier haben wir schon einer der neuen Rinses. Und ja, sie war das der... Genau, sie ist eigentlich halt nur ein Extender. Und zusätzlich kann ich quasi protecten, also Extender plus Protection. Ist auf jeden Fall nett. Ne? Passt zu dem Deck, aber ich muss sogar sagen, dass die andere neue Karte ich persönlich deutlich besser finde. Und irgendwie mag die Kamera das nicht so, deswegen machen wir es jetzt mal so. Ja, ne, brauche ich nichts sagen. Dr. Fisch, auch sehr cooler Reprint. Der Ozean natürlich auch sehr wichtig. Und hier sehen wir schon, für Haie neue High-Support Exceeds, die Wasser sind. Denn wer es nicht weiß, Haie lockt sich ja in Wasser bzw. in Exceed-Monstern. Bedeutet also, da braucht man natürlich passende Auswahl. Es gibt zwar schon den Arc, aber wie gesagt, muss halt mehr passen. Und übrigens Rank-Up-Spells bzw. eben die siebte. Dazu gibt es ebenfalls hier deutlichen Support in diesem Set drin. Der Baumhai. Ja, Hai brauche ich nicht zu sagen, ne? Ist eine super gute Karte, kann sich Totally Awesome holen. Ja, ist sehr gut, ne? Passt natürlich perfekt auch zu Hai, ist selber ein Hai. Und hier ist genau das, was ich meinte, zu Arc bzw. lautlose Ehre. Das ist halt im 101, es gibt auch noch 101 ohne C, also nicht die Chaos-Version. Ja, hier nochmal der Hai. Ich hab's heute mit dem weggeschrieben. Ja, die Welle, super gute Trap und vor allen Dingen der neue Support, der eben rauskommt. Ich hoffe, wir ziehen ihn noch. Kann die Karte suchen, was natürlich sehr, sehr stark ist. Frostsaurier, das wusste ich gar nicht, dass die hier drin ist. Aber passt natürlich, denn die ganzen neuen Omi-Karten sagen entweder ein Monster, was explizit Omi im Kartentext hat oder eben ein normales Monster. Und das passt dann natürlich. Ja, der Livia-Drache. Natürlich auch passt zum Thema, ne? Der jetzt übrigens sehr, sehr viel einfacher zu beschwören ist. Weil bisher war es eigentlich relativ schwer, den zu beschwören. Jetzt eben ist das deutlich, deutlich leichter geworden. Dann der Zitadellwal, dann den Angler, den Doktor wieder und okay, Leute. Okay, da müssen wir uns hier nochmal genauer angucken. Boah, das ist so schön. Der erste Ultra-Rare. Ja, und das ist halt ebenfalls eine neue Karte für Marinces. Und die ist ziemlich cool, denn sie ist einfach eine Monster Reborn, beziehungsweise du kannst sogar damit aus dem Deck spezial beschwören, unter gewissen Bedingungen. Also ist nett, allgemein. Das Deck bekommt deutlich mehr Extender, bedeutet also, ihr könnt deutlich mehr Kombo. Und, dahinter ist ja noch eine. Und dann hier noch eben das Link 2. Passt natürlich, dass hier das alles drin ist. Hier kriegen wir wirklich das komplette Kompaktpaket eben zu Marinces. Weiter geht's, weiter machen wir das hier. Und wir haben hier den Hai. Level 3 ist ja auch drin. Cyberhai. Reißen-Attribut nochmal und nochmal für Omi. Wie gesagt, Omi gibt es jetzt sehr viel Support. Sehr, sehr viel Support. Und allgemein Zorn. Also von Artwork her sind das schon immer eine 10 von 10. Legendärer Fischer. Ach ja. Oldschool. Das kennt, glaube ich, jeder. Dann wieder ein Hai. Dann die Welle. Das wird, wie gesagt, gut. Und auch nochmal neu. Wie gesagt, siebte.
Da ist allgemein auch sehr viel mit den Rank-Up-Spells. Wo wir jetzt auch noch gar nicht so viel haben, ist die erste jetzt dazu, ne? Mit abgesehen von der Spell selber. Haben wir mal ein High, nochmal Marincis. Und wir haben die elektrische Qualle und Doppelfossilien High. Ja, okay. Das ist ja cool. Also erstmal zur elektrischen Qualle. Das sind halt quasi, das ist halt quasi genau die Karte, die in Anime gespielt wurde. Die kann übrigens bouncen, was sehr cool ist. Also die kann Monster zurückgeben. Die kann, genau, Effekt annullieren, indem du 600 ATK gibst. Die kann Zauber annullieren. Ah, nee, das war die Krake, die Qualle. Die Qualle kann ja gar nicht. Nee, die Qualle kann nichts zurückgeben. Genau, die Qualle negiert. Sehr cool. Boah, ich will die Krake ziehen. Ich glaube, heißt der Doom noch etwas? Also, ich will auf jeden Fall die Krake ziehen. Dann legendärer Fischer 2, legendärer Fischer 3. Okay, einfach mal alle hintereinander. Und auch neue Marincis Falle. Ich muss aber sagen, da ist die Welle immer noch definitiv die beste. Allein natürlich auch dann der Effekt des Unberührtseins ist natürlich bei der Welle halt ultra stark. Ne? Dann haben wir die nächsten Karten hier. Oh ja, das ist sie. Das ist die Sucherin. Das ist die Sucherin. Link 3, Marincis. Pfeile sind auch sehr, sehr gut. Einfach wegen zwei Pfeile nach unten. Das ist immer gut. Und wie gesagt, du kannst ein Wassermonster von deiner Hand auf den Friedhof legen. Füge dann halt ein Marincis-Falle von deinem Deck hinzu. Wie gesagt, die searcht dir halt eben die Falle, was einfach super cool ist. Also das ist super guter Support. Nice. Sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und zusätzlich kann sie im Friedhof auch noch was machen, indem sie halt bis zu Link 3 Monster dann spezial beschwören kann. Also wie gesagt, den Extendern fehlt diesen Deck halt wirklich nichts mehr. Hier kommen jetzt halt nämlich wirklich sehr viel. Entschuldigung, dritte schon. Das Playset komplett aber. Also dem fehlt es halt jetzt wirklich nicht. Hier auch nochmal ein netter Reprint. Legendärer Fischer, Frostsaurier. Ist auch so alt, die Karte, ne? Oh mein Gott. Die habe ich noch wirklich zu Schulzeiten gezogen, ey. Echt krass, echt krass. Und das ist auch übrigens cool, weil diese Karte ist auf dem Feld einfach Omi, was schon mal nice ist, weil ihr braucht ja für das Deckthema immer Omi. Und zusätzlich können wir in der Battle Phase ein Monster spezial beschwören, was Omi enthält, oder eben ein normales Monster. Und da können wir zum Beispiel theoretisch den Frostsaurier holen. Aber gibt halt noch mehr mögliche Targets, aber theoretisch ist das halt möglich. Wollte ich einfach mal hier erwähnt haben. Und wieder Marincis, Lautlose Ark, Dr. Fisch. Den Ritter. Den hatten wir jetzt aber schon. Wie gesagt, für Haie natürlich extrem wichtig. Ich finde es auch sehr interessant, dass Haie allgemein auch die Neuen sagen, oh, ja, wir haben den neuen Hai. Wir haben ihn. Sehr, 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 sehr gut. Also, das hier ist der neue Hai. Einer der besseren auf jeden Fall. Stufe 3 oder 4. Guck mal, du kannst ja Stufe 4 oder 3 behandeln, das ist schon mal gut. Falls alle Monster kontrolliert Wasser sind, mindestens eins, so kannst du die Karte spezial schon von der Hand beschwören. Falls du dies tust, füge dann ein Fischmonster der Stufe 3, 5 oder 4 hinzu. Sehr geil. Ist halt perfekt. Ist halt ultra gut, passt halt super zum Deck. Aber man kann halt keine Monster mehr spezial beschwören, außer Wasser. Dementsprechend natürlich eine Downside. Aber es ist ein Hai ziemlich normal, deswegen ist Baumut Shark bzw. Hai eben sehr gut. Also das ist schon mein Highlight. Also das ist wirklich mein Highlight. Der Hai. Ich finde das Hai-Deck-Thema wirklich cool. Also Hai ist wirklich mein Highlight. Und nochmal die Falle. Und da haben wir dann jetzt gleich auch schon die Hälfte durch. Auch bei Hai jetzt. Die bekommen jetzt sehr viele Monster, die sich eben spezial beschwören können. Was natürlich super ist, eben, dass man Exceed Summon machen kann. Und die hatten wir eben auch schon. So, erste Hälfte durch. Und bisher zufrieden. Ich muss mal eben gucken. Was für mich super. Also auf jeden Fall, der Hai ist als absolute Highlight für mich. Und wo ist denn hier? Genau. Auf jeden Fall auch das Link 3. Super Highlight. Super Highlight schon. Brauchen wir nicht drüber reden. Dann halt, wie gesagt, ne, die Welle. Super gut, dass sie hier drin ist. Passt halt eben zu ihr. Haben wir jetzt auch genug gezogen. Reißende Attribut nochmal. Kann man nie genug haben. Und, oh ja, genau. Ja, ist auch perfekt. Ja, super. Ja, ich bin schon super zufrieden. Übrigens kann hier in diesem Set eine Ghost Rare sein. Und da muss ich natürlich sagen, ich bin ein riesen Fan von Ghost Rare. Und ich würde mich so mega freuen, wenn wir eine Ghost Rare ziehen. Aber ja, ihr wisst ja, ne? Ist sehr schwierig zu ziehen. Genauso wie man ja aus Hauptsets eben Starlight Rares ziehen kann. Auch bisher noch nicht. Riesenhand? Riesenhand ist, glaube ich, nicht bekannt, dass die hier drin ist. Ja, nice. Das ist ein cooler Reprint. Das ist schon ein Highlight für mich. Hä? Super.
Perfekt. So. Nächster Highlight. Erstmal so eine riesen Hand, warte, wir können auch so machen. Guck mal hier, der grabbt den Hai so. 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 Hey, krass. Einfach eine riesige Hand hier drin. Nein, eine Hand. Da haben wir jetzt echt genug von gezogen. Ja, ich bin jetzt gespannt, ob wir noch eine neue Hai-Karte ziehen oder eine neue Omi-Karte ziehen. Das wäre auch cool. Ich muss sagen, also Leute, wenn ihr Marinces haben wollt, das Set ist 10 von 10. Oh, Kriegssegen-Hai, auch hier drin, auch gute Hai-Karte. Und nochmal ein Daedalus, auch cool. Weil hier gibt es einfach, ihr seht ja, ich habe jetzt gleich ein komplettes Marinces-Deck komplett. Einfach mal so. Ist echt voll cool. Und Welle, dritte glaube ich jetzt. Oder ist das die vierte? Ne, dritte, ne? Cool. Playset ist damit komplett. Und, ist das die, die wir schon hatten? Die hatten wir schon, ne? Ja, die hatten wir schon. Wie gesagt, ist auch ein Extender, beziehungsweise auch eventuell auch, kannst du halt zum Protecten spielen. Aber Protecten halt euren Zug, weil es geht leider nicht im gegnerischen Zug. So. Na, also Frostsaurier, ja komm, Frostsaurier haben wir jetzt auch genug. Und, himmlische Angriffe zu Wasser. 2. Ne? So. So ein Ding nämlich. Mit der nächsten Karte. Oh, ich bin noch gespannt, ey. Eine Ghost Rare wäre schon. Oh, okay. Okay. Okay, also das ist halt. Von Artwork ist das so mächtig. Es ist so schön. Oh. Das ist so schön. Während du mit deiner Memory Face, du kannst deine Hand ein Omi. Oder eben eine passende Zauberfallkarte oder einen heimlichen Angriff zu Wasser, Zauberfalle von der Deck hinzufügen. Das ist so gut. Also die Karte ist halt Sucher fürs Deck. Thema. Nice. Nehmen wir mit. Ey, wir haben jetzt aus jedem Archetype eine Karte, ne? Also beziehungsweise aus Marinces ist sogar 2. Super. Guck mal, ist die Diversität hier gleich direkt gegeben. Hi, ich würde noch gerne. Ich wollte gerade sagen, ich will noch eine Hai-Karte ziehen. Und da ziehen wir direkt eine Hai-Karte. Ist halt einer der neuen Exceeds. Ja, ist klar. Hai basiert halt auf Exceed. Und Level Rang 5 ist da auch sehr gut zu erreichen. Und hier ist halt eben das Neue. Zuerst gibt es halt ja eben, davon haben wir ja schon die Chaos-Version gesehen. Ja, sie erlaubt es übrigens viel leichter eben Nummer-Monster zu rufen zwischen 101 und 107. Wie gesagt, ihr holt eigentlich generell nur Wasser, weil ihr primär im Wasser gelockt seid. Aber es kann auch sein, dass ihr halt mal nicht im Wasser gelockt seid. Und dann könnt ihr auch einfach was anderes holen. Also ihr seid nicht immer verpflichtet, eben Wasser zu holen, aber ihr seid schon oft im Wasser gelockt. Gerade bei Haie eben. Oder halt in Exit. Eins von beiden seid ihr in E gelockt. Von daher kann man es machen. Legendärer Fischer, Säbelhai und noch wieder. Dedalus, das ist der dritte Playset davon. Auch komplett. Warum auch nicht? Da sind wir dabei. So. Also Zitadellenwahl. Oh Leute, Zitadellenwahl. Das weckt Erinnerung. Also die Leute, die Duel Links gespielt haben, wissen, was ich meine. Der war ein Duel Links mal. Top-Karten überhaupt. War richtig krasses Deck da. Richtig krasses Deck. War noch sehr zu. Also ganz am Anfang von Duel Links. Da, das war Zeit. Da gab es einfach so ein Wasserdeck. Eben mit genau dieser Karte. Und, noch ein Hai. Der zweite. Auch gut. Zweiter Hai ist super. Kommen wir jetzt zur nächsten Karte. Wir haben 4 Ultras schon. Das ist cool. Und, oh, wir haben noch eine Marinces-Karte, wie gut! Ja, Leute, da haben wir das neue Link 4-Monster und das ist gut auf jeden Fall. Denn diese Karte kann einfach, was halt sehr, sehr krass ist, du kannst ein Wassermonster, das du kontrollierst, und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen, gebe sie auf die Hand zurück. Das heißt, sie kann einfach mal zurückbouncen, was halt schon mal sehr, sehr gut ist. Und außerdem kann er zaubern, also sie besser gesagt, zaubern Fallenkarten negieren. Dafür muss jedoch equipped sein, was an ihr, okay, ist glaube ich, easy machbar in den Deck, ne? Und dann können wir das auch noch spezial beschwören, das Equipte. Also, super coole Karte, super gute Karte vor allen Dingen. Passt hier perfekt. Oh, und nochmal. Also, wir haben hier, also, ey, das ist halt das Marinces Display, was ich hier habe. Ich kann ja gleich direkt einfach Marinces bauen. Perfekt. Aber einfach so gut wie alle Karten. Weiter geht's. Kriegshai und der Doppelflossenhai. So ein Ding nämlich. Ah, Ghost Rare. Ich habe kein Glück, was Ghost Rares angeht. Kristallhai noch. Auch in der neuen Karten. Die kann ebenfalls wieder für 3, 4 oder 5 benutzt werden. Ihr merkt, 5 ist schon wirklich einfach. Er ist ja selber auch 5, ne? Achso, 3 oder 4, Entschuldigung. Also er kann als 3, 4 oder 5 behandelt werden. Er selber ist ja 5, daher braucht er es ja nicht explizit erwähnen, der Text.
Ja, und falls sich diese Karte in deiner Hand oder dein Friedhof befindet, du kannst ein Wassermonster auf dem Spielfeld wählen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Wenn dieses, aber verbanne sie, wenn das Spielfeld verlässt. Und falls du dies tust, halbiere die ATK des gewählten Monsters. Zusätzlich kann für den Rest des Spielzugs kann man so Spezialbeschwörung von Extra Deck, außer Exit-Monster. Wie gesagt, dieser lockt uns eben in Exit, nicht in Wasser. Je nachdem halt welcher Hai, unterschiedliche. Sehr gute Hai auch weil er halt von Friedhof funktioniert, was sehr cool ist. Einfach mal ein Foolish aktivieren, können halt den Friedhof legen und dann können wir einfach ihn Spezialbeschwören. Also, super gute Karte. Ihr merkt, ich mag Haie. Hai ist hier auf jeden Fall Highlight und ist auch eben einer der neuen Haie, was auch sehr, sehr gut ist. Jetzt fehlt uns, glaube ich, noch eine Marincis und eine neue Marincis, ne? Dann habe ich so gut wie alles wirklich hier. Mal gucken, vielleicht ziehen wir die noch. Vielleicht ziehen wir die noch. Kriegsfrei, habe ich Angriff und... Ah, nein, noch zwei Booster, noch zwei Booster. Bitte, 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 bitte. Also, ich weiß gar nicht, was ich lieber will gerade. Die Ghost Rare oder eben die neue Marincis. Komm, Säbel, Welle. Okay. Chaos ziehen. Chaos-Scene. Anime lässt grüßen. Also ist natürlich ganz klar am Anime angelehnt. Chaos-Scene und auch das Artwork natürlich auf so ein Anime inspiriert. Sehr geil. Ja, denn diese Karte erlaubt uns einfach, eben eine Rank-Up-Spell zu kopieren. Aber wir müssen sie ziehen. Wir ziehen sie, zeigen sie vor und dann können wir ein Rank-Up-Spell eben kopieren. Was sehr geil ist. Also eigentlich ist das wie 7-1, nur dass sie halt flexibler ist, weil sie halt eben noch andere Rank-Up-Spells theoretisch nehmen kann. Beziehungsweise andere 7er-Karten. Sehr gut, auch gut, passt perfekt. Ich glaube, dann haben wir echt alles passende zu diesem Set halt eben hier gezogen, was man eben ziehen kann. Und Legendary Fischer, noch heißes Attribut, auch cool. Und nochmal die. Und jetzt haben wir hier, guck mal, wir haben wirklich alles gezogen, was eben passt zu diesem Set. Wir haben nämlich einmal die neue Zauberkarte gezogen, die eben, wie gesagt, für, ja, 7. Zauberkarten sind, also für Rank-Up-Spells. Dann haben wir Haie gezogen, was natürlich eh nice ist. Dann haben wir für Omi die Ultra gezogen und für Marincis eben die 3, was einfach super geil ist. Und halt nochmal die riesige Hand, die für mich auch ein Highlight ist. Ja, ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen, hat einen kleinen Einblick über das Set gegeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.